Ich bin 15 und schwanger. Heute ist die Untersuchung in der 38. Woche. Ich habe Wehen. Ich bin Kelsey und Lexes Mutter. Ich weiß, wie sie sich fühlt. Ich war auch 15 und schwanger. Mit ihr. Ich habe das Gleiche durchgemacht. Aber ich wollte das nie für Lexes. Es ist okay. Man will es nicht für sein eigenes Kind. Es ist wirklich hart. All right, thank you. Okay, thanks. Give me her purse. Ooh, ultrasound. When your daughter sits there. Wenn die Tochter vor einem sitzt und sagt, sie sei schwanger, dann geht einem so viel durch den Kopf. Man denkt, was mache ich? Wie geht's jetzt weiter? What do I do? Like, where do we go from here? I mean, it is very hard. Es ist sehr schwer. Diese Gefühle, Ärger, Enttäuschung, Scham, Trauer. Sadness to, I mean, every kind of emotion. Es kommen alle möglichen Emotionen hoch. You feel. It just runs through you. You need to make sure. Du musst unbedingt jede Frage stellen, die dir einfällt. Alles, was du wissen willst, was dich beunruhigt, wie alles abläuft. Das ging so schnell. Ich bin der Vater von diesem kleinen Wurm. Wir haben uns kennengelernt, als ich 12 und er 13 war. Ich fand ihn echt süß und lustig. Ich war verknallt, obwohl ich mit seinem besten Freund zusammen war. Yeah. Lexis! Hi! Hey! Last visit? Die letzte Untersuchung. Wie geht's? Nicht so gut. No, my blood pressure's high, I can feel it. Hoher Blutdruck. Hast du Krämpfe? Wehen? Wehen, den ganzen Tag. Gestern auch. Wenn man mit 15 schwanger ist, gucken die Leute einen wirklich schief an. Nach dem Motto, okay, sie wird jetzt die Schule abbrechen, hat irgendwann viele Kinder von verschiedenen Männern. Jeder meint, dass Shaden nicht bleibt. Es hieß sofort, er würde mich verlassen, noch vor dem 6. Monat. Keiner hat geglaubt, dass wir zusammenbleiben würden. Aber wir beweisen wohl das Gegenteil. Wir haben eine tolle Beziehung. Die beste. Für Teenager ist sie super. Wie bekomme ich mehr Cervix-Schleim? Ich weiß, das ist frustrierend. Am besten viel laufen oder sowas wie Ananasöl. Wir wollen sie nicht ermutigen, aber es kann tatsächlich helfen. Irgendwie peinlich. Wir reden da über Sex und meine Mutter sitzt dabei. Das ist schräg. Wir sind ganz brav. Was ist Sex? Kenn ich gar nicht. Ist angeblich irgendeine komische Sportart. Oh ja. Krieg ich die Pille gleich nach der Geburt? Eher nicht. Sechs Wochen kein Sex. Genau. Oder einfach gar nicht mehr. Bis du 30 bist. Hörst du? Wir sprechen noch über Verhütung. Ich brauche was. Nochmal will ich nicht schwanger werden. Ich bin Teenager. Wenn man es einmal macht, macht man es wieder. I already did it once. I'm gonna do it again. Take a quick look at the baby. Okay. You see right there? Siehst du das? Das Herz. Sounds good. Klingt gut. Perfekt. That's her big alarm. Und hier? In there.
Der Kopf. Ich sehe ihn. Großer Kopf. Stimmt. Wenn das Baby schneller kommen muss oder zu groß ist, dann machen wir mit der Schere einen Dammschnitt. Und du könntest bei der Geburt Stuhlgang haben. Ja, hatte ich auch. Das passiert oft. Witzig. Das Gute ist, dass du dann auch presst. Das ist bei fast jeder Geburt so. Wenn das passiert, flippst du nicht aus? Nein. Sag's mir einfach nicht, wenn ich auf den Tisch kacke. Ich feuere dich an. Muss ich sagen, dass ich kein Fläschchen will? Du wirst vorher gefragt. Du kannst auch den Schnuller ablehnen. Machen wir. Babys können auch anders beruhigt werden. Mit Deckchen oder sowas. Als ich von der Schwangerschaft erfahren habe, hatte ich nur Angst, dass wir echte Schwierigkeiten kriegen. Ich weiß noch, wie ihre Mom auf die Sache mit uns reagiert hat. Ein Horror, ihr zu erzählen, dass Lexis schwanger ist. Die ersten Probleme mit Shaden hatte ich vor 3 Jahren. Du warst 13. Am Weihnachtsabend waren wir erst spät zu Hause. Und ich bin dann nach Mitternacht nochmal aufgewacht und Lexis war weg. Wir haben überall gesucht, auch die Polizei. Gegen 5 Uhr morgens hat man sie ein paar Straßen weiter gefunden, mit Shaden, bei einem Freund zu Hause. Ab da war klar, nein, der Junge ist kein Umgang für dich. Ich will nicht, dass du irgendwas mit ihm zu tun hast. Wenn ich erfahre, dass du ihn triffst, dann gibt's Hausarrest. Das war's. Da hat sie erfahren, dass er mich entjungfert hat. Das war gar nicht gut. Nein. Als sie erfuhr, dass ich schwanger bin, fragte sie, wer ist der Vater? Sie hatte ja keinen Schimmer. Ich sagte Shaden. Und sie, oh nein. Ich war platt. Ich hätte ja nie gedacht, dass du ihn heimlich treffen oder sogar mit ihm gehen würdest. Du wusstest, ich will ihn hier nicht sehen. Aber sie hat's getan. Wie bei Romeo und Julia. Ich bin, naja, kein braves Mädchen. Aber er ist der Bad Boy. Eltern wollen nicht, dass ihre Tochter mit so jemandem zusammen ist. Aber ich habe nicht auf sie gehört. Bist du jetzt vorbereitet und weißt, wann du anrufen musst? Okay. Wir sehen uns bald im Kreissaal. You're welcome. Wir helfen dir. Hoffentlich.